Bayern in diesem Spiel. Sah schon sehr geil aus, weil man hat halt diese mega Weitsicht. Dass ich das auch mehrere Male gemacht habe, bei Tag und bei Nacht, um anzugucken, wie das dann jeweils aussieht. Es war einfach episch. Also man hatte so einen Moment von wow, das haben sie gut gemacht. Game of the Year. Der dichte und düstere Wald Aventuriens ist ein gefährlicher, tödlicher Ort. Wie leblose Monster recken die Bäume ihre toten Äste gegen jedem, der es wagt, sich in ihren Kreisen zu bewegen. Plötzlich taucht eine Horde Ritter direkt vor dir auf! Du machst dich bereit zu kämpfen, noch da! Ein Werwolf genau hinter dir! Neben dir! Zerberstes Knacken, ein Untoter! Und irgendwo hinter den Bäumen! Ein lautloser Ninja! Was? Ninja. Ja. Das ist ein Witz. Deine Mutter ist ein Witz. Ein Ninja mit Raketenwerfer! Außerdem noch Marienkäfer! Und Räuber mit dem Schwert! Nee, warte! Mit dem Riesenhammer! Egal. Let's do this. Und dann noch der Drachos Rapsang. Und Klavier. Leck mich. Jetzt warte mal, ich war noch gar nicht fertig. Ist eine Spielfigur mit Herz gemacht, erkennt man sie oft schon an wenigen Details und auf den ersten Blick. Das gilt für die Helden, aber auch für ihre Gegner. Doch was sind die Bausteine einer Figur? Was ist wirklich wichtig, um digitalen Daten Leben anzuhauchen? Charakter? Charisma? Gute Autoren? Oder doch nur eine ordentliche Portion Liebe? Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus in unserer Kategorie When We Were You. Und ihr wollt die Laudatio wirklich nicht selbst halten? Wir könnten schon, wenn du dafür die Kulissen wechseln möchtest. Ja. Na gut, ich fühle mich zwar gerade extrem deplatziert, aber genau darum geht es ja hier, nicht wahr? Denn eine der schönsten Eigenschaften von Computerspielen ist, dass man sich in die Haut eines anderen versetzen kann. Zum Beispiel in die Haut von jemandem, der keine Rede halten muss. Irgendwo weit weg. Um das zu demonstrieren, wird mein Haustier Spot nun ein paar Kunststücke vorführen. Kommt das bald. Wenn ihr mich hetzt, bekomme ich nur wieder Schnappatmung. Cedric! Schon gut. Also los, Spot, lass es uns hinter uns bringen. Ein wenig Realitätsflucht klingt gerade gar nicht verkehrt. Wer wehrt nicht gern ein? Ein monströser Straßenkämpfer? Warum sollte man sich in so etwas hineinversetzen wollen? Nächstes Beispiel. Dann doch lieber... ferne Welten der Reisen als... Als was? Als kybernetisch verbesserter Supersoldat? Achtung, Spot, hinter dir! Szenenwechsel! 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 Ui, ja, das ist besser. So. Es kommt nicht. Das wird eigentlich ein bisschen schwer hier. Jetzt lass mich doch erst einmal Luft holen. Autsch. Und hier die nominierten Spiele in der Kategorie When We Were You. When We Were You. Faith Connors. Flink, tough und sexy. Die Hauptdarstellerin aus Mirror's Edge ist kein übliches Videospiel-Babe. Vom Glauben an die Gerechtigkeit und an die Freiheit beseelt, stellt sie sich einem übermächtigen Regime. Auch wenn ihre stärkste Waffe lediglich ihr eigener Fluchtinstinkt ist. Du willst doch bestimmt cool und sexy aussehen, wenn du so hier herumläufst. Der Sackboy. Er ist zwar nur ein schlöder Sack mit Augen, aber man schließt ihn sofort in sein Spielerherz. Dass man ihn stylen kann, wie man möchte, macht ihn nur noch sympathischer. Isaac Clarke. Ein einfacher Mechaniker, aber der unfreiwillige Held in einem absoluten Höhepunkt des Survival-Horrors. Dass man sein Gesicht vor dem Ende nie sieht,
bietet dabei die Möglichkeit zu eigenen Interpretationen. Der Wind. Wer hätte gedacht, dass ein Naturphänomen als Spielcharakter taugt? In Sonys meditativem Experiment Flower kontrolliert ihr den Wind, um Blütenblätter herumzuwehen. Klingt abgefahren, funktioniert aber traumhaft gut. It's me, Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Guybrush Threepwood. Der wohl berühmteste Leichtmatrose der Spielegeschichte feiert dieses Jahr sein Comeback. Schön, dass er sich seit Jahrzehnten nicht verändert hat. Er ist genauso trottelig, aufschneiderisch und liebenswert, wie wir ihn alle kennen. Wer weiß, vielleicht wird er ja irgendwann ein großer, mächtiger Pirat. Could you wait a little longer? Und der Gewinner ist... Angeber. Faith Connors aus Mirror's Edge. When we were here. Ist ein anderer Typ Figur, den man eigentlich bisher nicht so oft auf den Schirm bekommen hatte. Sportlich, flachfrüstig, pragmatisch, durchgeknallt, aufgeweckt. Hat ein bisschen was von einem kleinen Jackie Chan in sich. Eine sehr ruhige Person, Einzelgänger. Hat trotzdem ihre gefühlvolle Seite. Man würde ähnlich handeln wie sie und ähnlich denken. Und das finde ich ist sehr gut gelungen, weil das bei anderen Hauptcharakteren nicht so ist. Würde da vielleicht ein bisschen aggressiver reagieren, würde er sich durchs Spiel kämpfen und nicht mehr logisch denken. So, we'd like to thank MTV for recognizing games as art, and most of all, we would like to thank the fans for voting for us and making sure that Mirror's Edge did win this award. So, thank you very much.